Die zweite Podiumsdiskussion steht an, meine Damen und Herren. Die erste war, wie ich fand, schon sehr, sehr spannend. Jetzt geht es um innovative Projekte rund um die Vermittlung von gesunder Ernährung und gesundem Lebensstil. Darum kümmern wir uns ja heute. Unsere vier Damen hier auf dem Podium, können Sie sich vorstellen, wie ich mich fühle hier gerade, haben viele Erfahrungswerte aus ihren Projekten an Kitas, Grundschulen, Schulen und der Familienarbeit. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Ihnen unser Podium nochmal im Einzelnen vor. Von innen aus gesehen, rechts außen, Stefanie Zyron, seit 2011 Projektmanagerin am Fachzentrum Ernährung, Gemeinschaftsverpflegung in Oberfranken tätig. Dort ist sie im Bereich Ernährungsbildung zuständig für die Durchführung zielgruppenspezifischer Modellprojekte und Studien, unter anderem für junge Eltern und Familien. Herzlich willkommen, Frau Zyron. Schön, dass Sie da sind. Neben ihr Veronique Germscheid, Diplom-Ökotrophologin, arbeitet viele Jahre in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung und leitet seit 2008 die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Schwaben. Richtig so? So muss es sein, genau, prima. Sie ist Mutter von vier mittlerweile erwachsenen Kindern, die weiß, wovon sie spricht, die Dame. Wir haben außerdem bei uns auf dem Podium Dr. Margareta Bühning-Fesel nach einer Berufsausbildung zur ländlichen Wirtschafterin. Haben Sie von 85 bis 90 ein Studium der Ökotrophologie auch an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn absolviert. Heute ist sie geschäftsführender Vorstand im AID-Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V., verheiratet und zwei erwachsene Kinder. Herzlich willkommen bei uns. Neben mir in der Runde Katharina Leopold, hat ihr Bachelorstudium der Ökotrophologie an der Uni Gießen absolviert, danach ein Masterstudium in Public Health Nutrition an der Hochschule Fulda abgeschlossen, seit Anfang 2013 bei der AOK, der Gesundheitskasse, Referentin für Gesundheitsförderung und für das Fachgebiet Ernährung zuständig. Sie sind Projektkoordinatorin für Bayern und für das Kita-Programm Julinchen Kids Fit und Gesund in der Kita verantwortlich. Richtig so? Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Katharina Leopold. Ja, es geht um erfolgreiche Projekte und deswegen würde ich Sie jetzt einfach der Reihe nach mal bitten, Ihre erfolgreichen Projekte kurz vorzustellen, zu beschreiben. Ja, sehr gerne. Ja, unser Julinchen-Kids-Projekt, das ist seit letztem Jahr, 2014, unser neues Programm für den Kita-Bereich mit Kindern von, ja, vom Alter von 3 bis 6 Jahren. Und Julinchen-Kids begreift die Gesundheit ganzheitlich. Also wir haben neben den klassischen Themen wie Ernährung, Bewegung, aber auch jetzt ein Thema, das sich dem seelischen Wohlbefinden der Kinder widmet, also sprich hier vor allem die Resilienzförderung widmet. Und ja, Julinchen Kids zielt aber jetzt nicht nur rein auf die Kinder ab in der Kita, sondern wir wollen ganz stark die Eltern mit einbinden, in Entscheidungsprozesse mit einbinden und natürlich auch ganz wichtig, was haben wir vorhin ja schon des Öfteren gehört in der Podiumsdiskussion, dass natürlich auch das pädagogische Personal, sprich die Erzieherinnen und die Erzieher, eine ganz wichtige Rolle spielen. Von daher haben wir dort auch ein Modul, wie wir es nennen, das sich dem Thema der Erzieherinnengesundheit widmet. Ja, und Julinchen Kids, das Besondere finde ich wie immer, das ist, dass es sich wirklich an dem Bedarf der Kita orientiert. Also wir gehen da jetzt nicht mit einem straffen Programm durch, sondern wir möchten, dass die Kita wirklich schaut, wo sind denn wirklich die Bedürfnisse, weil die Kitas machen ja schon ganz, ganz, ganz viel in Sachen Ernährung, Bewegung. Und wir schauen wirklich ganz genau, wo liegen denn die Stärken, wo wollen sie sich vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Und genau da greifen wir an und unterstützen. Also kein starres Konzept, sondern Sie sind von Julinchen Kids völlig flexibel und richten sich allein nach den Bedürfnissen der Kita aus. Richtig, genau. Jede Kita kann sich nach ihrem pädagogischen Konzept oder das, ja, wofür sie sich entscheiden, wirklich ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Und wir von AOK begleiten dann aktiv.
Danke für diese Übersicht über das Projekt, Frau Bühning-Fesel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, wir haben nicht nur ein Projekt, sondern wir haben sehr viele Projekte im Bereich Ernährungsbildung, Ernährungskommunikation und beginnen da wirklich mit der jungen Familie, mit der Schwangerschaft und letztlich auch der Planung einer Schwangerschaft. Also wenn eine Familie sich entscheidet, Kinder zu bekommen, stehen wir zur Seite mit unserem Projekt Gesund ins Leben, Netzwerk Junge Familie, in dem Kommunikationshilfen gegeben werden, in dem sie zum Beispiel dann als junge Schwangere einen Mutterpass bekommen. Da ist ein Aufkleber drauf, wo so die Kernbotschaften, worauf ich achten sollte in Sachen Ernährung, Bewegung, Stillvorbereitung draufstehen als Kommunikationsanlass mit dem Frauenarzt. Oder auf dem Kinderuntersuchungsheft gibt es einen Aufkleber. Also es gibt einfache Botschaften, einfache Handlungsempfehlungen. Und das Wichtige an diesem Projekt war, dass erstmal wissenschaftliche Fachgesellschaften, Vertreter sich zusammengesetzt haben und einheitliche Handlungsempfehlungen entwickelt haben. Denn es krankt häufig in der Ernährungskommunikation, dass alle irgendwas anderes sagen. Und vor ein paar Jahren war das so, dass die Hebamme was anderes sagte zur Stilldauer als der Kinderarzt und die Krankenschwester hatte dann nochmal eine andere Botschaft. Und die, das Grundherangehen bei diesem Netzwerk Junge Familie war, dass wir erstmal zu allen Themenfeldern für Deutschland einheitliche Handlungsempfehlungen entwickelt haben für die Schwangerschaft, die Stillzeit, das erste Lebensjahr bis hin zum Kleinkindalter. Und als die fertig waren, haben wir dann die Kommunikationsmaterialien, die Beratungsmaterialien gemacht. Und wir haben einmal etwas für die Mütter, für die Familien selber, für die Väter auch. Also unser Stillflyer ist zum Beispiel so aufgebaut, dass die eine Hälfte für die Mutter, die andere Hälfte für den Vater ist. Also mit dem Slogan Kinder an den Busen und Pole Position für das Baby. Also wir haben wirklich sehr, sehr... Ja, das ist einfach wichtig, die Familien auch in ihrer Sprache anzusprechen und keine dicken Ordner zu generieren, die dann irgendwo im Schrank stehen, sondern es geht darum, in die Kommunikation zu bekommen und die Kernbotschaften, worum es geht, zum Beispiel zieht sich die Botschaft durch Wasser trinken. Einfach nur Wasser trinken zum Durstlöschen. Wenn ich das in der Schwangerschaft anfange bei den Kindern, sobald dann Schritt für Schritt, ja, Schritt für Schritt Beikost beigefüttert wird, dass es einfach darum geht, Wasser zu trinken. Ich brauche keine Kindertees oder Säfte oder was auch immer. Oder Obst und Gemüse oder auch eine Atmosphäre schaffen, bei den kleineren Kindern, wenn es darum geht, ans Familienessen ranzukommen. Also das ist so der Kern auf der fundierten wissenschaftlichen Basis, die wirklich alle unterschrieben haben, wo wir alle dazu verpflichtet haben, dann diese Kommunikation entsprechend zu entwickeln und zu gestalten. Und das ist mittlerweile sehr erfolgreich. Wir haben jetzt gerade 5 Jahre erfolgreiche Arbeit und wir arbeiten jetzt im Moment daran, das Ganze als Projekt auch zu verstetigen, sodass, das ist mein großer Wunsch, daraus wirklich ein Dauerangebot für Deutschland wird. Im Moment wird es ja finanziert über Inform, die Deutsche Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung als Regierungsprojekt. Aber das kann ja nicht auf Dauer ein Projekt sein. Das ist letztlich ein Dauerangebot, was ich allen 650.000 Familien, die im Jahr ein Kind bekommen, in Deutschland anbieten möchte. Und das Schöne ist, dass wir mit den Projekten, die wir sonst noch machen im AID, die junge Familie dann begleiten, weil der Input zum Thema Ernährung für Julinchen Kids, also für die Kita, kam von uns. Das waren Ernährungsinhalte, die wir oder auch Baden-Württemberg ist auch dabei gewesen mit den Projekten, die wir schon lange gemeinsam machen. Dann wurde vorhin schon angesprochen, der AID-Ernährungsführerschein als ein Baustein für die Ernährungsbildung in der Schule. Schmexperten 1 und 2 geht dann weiter für die weiterführende Schule, sodass Ernährungsbildung in diesem Teil, dass ich wirklich die Kultur und Technik der Nahrungszubereitung, wie das in den Bildungsempfehlungen steht, dann auch sehr praxisbezogen lerne in der Schule als Kind. Und das ist wirklich Material, was wir für die Lehrer so gestaltet haben, dass Lehrer das auch einsetzen können. Sodass wir wirklich die Chance haben, als AID die junge Familie letztlich bis zur weiterführenden Schule hin mit Bildungsmaterial zu begleiten. Dankeschön. Und wie Sie gerade gesehen haben, Ihre Appelle kommen an. Wasser trinken, alle haben sofort das Glas genommen. Hervorragend, so kann es gehen. Frau Germscheid, bitte. Innerhalb der Vernetzungsstelle gibt es eigentlich mehrere Projekte. Ein ganz, ganz wertvolles, schönes, auch praxisorientiertes Projekt ist das Coaching-Projekt Schulverpflegung. Wir haben relativ schnell festgestellt, als wir angefangen haben zu arbeiten, Schulen, das ist schon interessant, dass ich mal schaue nach Best-Practice-Beispielen, mal schaue, was eine andere Schule macht. Aber im Grunde genommen möchte ich als Schule doch so ein bisschen diese individuelle Unterstützung. Und da haben wir jetzt bereits im 7. Jahr Schulen, die sich bewerben können und die dann im Grunde genommen eine Fachkraft zur Seite gestellt bekommen und ein Jahr lang von dieser Fachkraft betreut werden. Und auch hier geht es wieder darum, um dieses Individuelle, wie Sie das so gesagt haben, Frau Leopold. Das ist nicht das, was jetzt der Coach will oder was die Vernetzungsstelle will, sondern das ist das, was die Schule will und auch was sie kann. Weil jede Situation einfach individuell ist und man auf jede Situation auch ganz individuell eingehen muss.
Es kommen wunderbare Ergebnisse dabei raus. Wir bereiten diese ganzen Ergebnisse dann auch auf, stellen die ins Internet, einfach auch wieder praktisch der breiten Schulwelt zur Verfügung. Und vielleicht ist ja da eine Schule, die da sagt, Mai, die Situation passt so zu uns und ich hole mir da was raus. Es ist oft, dass wirklich, man muss gar nicht so viel reden, machen, tun. Oft ist es manchmal so ein schönes Beispiel, was man sieht und dann denkt man, doch, das schaffe ich auch umzusetzen. Und es sind diese kleinen Schritte, die nachher dann doch ans Ziel führen und auch eine Schule einfach zufrieden machen, und zwar von der Gesamtsituation der Schulverpflegung her. Vor allem auch die Schüler zufrieden machen. Ja. Frau Zürern. Ja, also wir haben in der Ernährungsbildung natürlich auch verschiedene Projekte. Ich möchte jetzt einfach mal eingehen auf das aktuelle Projekt, das ich betreut habe, das Modellprojekt Familien mit Kindern von 3 bis 6 Jahren, Netzwerk Ernährung und Bewegung. Das ist ein Projekt, das jetzt seit dem letzten Kindergartenjahr flächendeckend in ganz Bayern von den 47 Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten umgesetzt wird. Aus der Modellphase sind 6 Standardmodule hervorgegangen. Diese Standardmodule setzen sich zusammen aus 4 Ernährungsangeboten und 2 Bewegungsangeboten. Vom Prinzip her ist es immer so, dass sowohl Eltern als auch Kinder an den Angeboten teilnehmen, die über die Kitas beworben werden und sich die Eltern quasi über ihr Setting, über ihre Lebenswelt zur Teilnahme an den Angeboten anmelden können. Grundsätzlich vom Prinzip her geht es uns, wie es jetzt auch schon mehrfach erwähnt wurde, natürlich gibt es die Standardangebote, aus denen die Kitas auswählen können, aber natürlich werden die Standardangebote dann ganz gezielt auf die jeweilige Kita, auf die jeweilige Elternschaft zugeschnitten. Wir gucken uns natürlich die Einrichtung an, wir gucken uns die Elternschaft an, wir schauen die Merkmale wie beispielsweise Bildungsstand, Interessen, Wertehaltung, Wissensstand und Ähnliches an und stimmen dann die Angebote in der Einrichtung darauf ab. Auch hier, ich denke, ja, 2 Kriterien, die uns immer ganz wichtig waren, noch zu erwähnen, Empowerment und Partizipation. Also wir möchten einfach tatsächlich die Eltern da abholen, wo sie stehen. Wir sehen die Eltern und natürlich die Einrichtung als Experten für ihren Alltag, für das Umfeld des Kindes und möchten die da wirklich im Rahmen der Standardangebote auch in diesem Sinne einbeziehen. Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, dann gab es immer wieder einen Stichpunkt oder ein Stichwort, das da gefallen ist, nämlich die Individualisierung auf die Bedürfnisse der Kita beispielsweise oder der Schule. Ist das das grundsätzliche Erfolgsrezept für ein erfolgreiches Projekt, dass ich individuell auf die Probleme eingehe? Oder was würden Sie als Erfolgsfaktoren aus Ihrer langjährigen Erfahrung noch kennzeichnen? Was macht ein erfolgreiches Projekt aus? Natürlich dieses Individuelle, aber es müssen auch alle informiert sein. Also ich kann jetzt nicht an der Schule ein Projekt laufen lassen, wo vielleicht der Schulleiter und noch ein Lehrkraft etwas weiß. Ich muss zum Beispiel auch das gesamte Küchenteam drüber informieren, ich muss den Caterer drüber informieren, vielleicht, sondern ich sollte die Eltern einfach auch wachrütteln, dieses Jahr oder in diesem Zeitraum läuft einfach etwas. Die Schüler sollten dabei sein, das Ausgabepersonal, ein Projekt läuft nicht, wenn ich nicht alle mit ins Boot hole. Das ist ganz, ganz wichtig. Also lückenlose Kommunikation. Das ist überhaupt ganz wichtig, lückenlose Kommunikation. Kommunikation überhaupt sachlich, fundiert, keine Grabenkämpfe, sonst geht das Ganze in Bach runter. Frau Leopold wollte gerade noch. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also nur wenn alle wirklich in der Kita oder auch in der Schule daran beteiligt sind und auch diesen Entschluss dazu gefasst haben, da was zu machen und das nicht nur auf 1, 2 Schultern beruht, dieses Programm oder dieses Projekt, dann kann es eigentlich auch erst gut funktionieren. Ich denke, es ist vielleicht auch nochmal wichtig, über das Wort Projekt nachzudenken, weil ein gutes Projekt ist dann ein gutes Projekt, wenn es irgendwann kein Projekt mehr ist, sondern eine verstetigte Maßnahme. Also, bei diesem ganzen Aktionismus, der teilweise in Deutschland herrscht, ist es das Problem, dass immer wieder neue Geldquellen aufgetan werden, Projekte aufgezogen werden. Natürlich muss ich etwas erstmal ausprobieren, ob es funktioniert. Aber wenn ich nicht, sobald ich anfange, das auszuprobieren, überlege, wenn es erfolgreich ist, wie kann ich es dann verstetigen und dann auch in feste Strukturen überführen, dann ist das viel versenktes Geld. Und davon haben wir auch viel gemacht in Deutschland. Denn das Problem ist wirklich, dass ich schon vorher, wenn ich den Projektantrag stelle,
weiß, wenn das Ganze läuft, dann kann es so und so verstetigt werden. Und dann müsste es auch Möglichkeiten geben, sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht. Ansonsten haben wir Projektitis und das ist etwas, was eben nicht funktioniert. Ich habe das letztens bei einer Veranstaltung in Holland, weil wir uns ausgetauscht haben zum Thema Ernährungskommunikation, die fanden dieses Wort Projektitis ganz faszinierend. Aber das ist so ein Problem, was man einfach auch mal mit lösen muss. Denn wir brauchen nicht irgendwelche Projekttage einmal im Jahr in der Schule und sagen dann, das ist Ernährungsbildung. Das ist keine Ernährungsbildung. Ernährungsbildung ist ein stetiges, verlässliches Angebot und kein Projekt. Und ich glaube, diese Denke, die müssen wir einfach auch noch mal grundsätzlich diskutieren, hinterfragen und überlegen, was machen wir eigentlich. Und Ernährungsbildung, Ernährungskommunikation oder gerade auch Ernährungsbildung ist kein Projekt. Das ist ein Dauerangebot. Und im Sinne dieses Konzeptes, was es ja auch schon lange gibt, Reform der Ernährungs- und Verbraucherbildung, ist Ernährungsbildung als Kerncurriculum wirklich etwas, was sich wie ein Hintergrundrauschen durch die ganze Schulzeit zieht. Und, wie kann ich dieser Projektitis beikommen? Weil wenn wir gerade jetzt drüber sprechen, was ist die Grundvoraussetzung, dass ein Projekt gelingt, haben wir jetzt einige Schlagworte gehört, aber Sie sagen ja, zu viele Projekte ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Machen sich die Leute zu wenig Gedanken, wie es letztendlich weitergehen kann? Sie machen sich zu wenig Gedanken über die Strukturen, die grundsätzlich eingerichtet werden müssen. Was vorhin auch vielfach kam, was auch richtig ist, Ernährungsbildung muss auch im Rahmenlehrplan verankert werden. Es gab 2013 einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, dass Ernährungs- und Verbraucherbildung verstärkt in den Schulen verankert werden soll. Und seitdem merkt man auch, dass sich was tut. Also in Baden-Württemberg wird an den Lehrplänen gearbeitet. Also es tut sich eine ganze Menge, langsam aber stetig, was in die richtige Richtung geht. Das heißt, es müssen Grundstrukturen geschaffen werden, die es ermöglichen, eine grundsätzliche Ernährungsbildung oder auch eine Kompetenzentwicklung, das ist eine Alltagskompetenz, wirklich zu verankern und dauerhaft anzubieten und nicht mal anzubieten, wenn gerade die richtigen Leute und das Geld da ist. Wir haben ja vorhin ein Beispiel gehört von der Dame, die es erzählt hat. Sie war über 2 Jahre lang in den Schulen unterwegs und jetzt geht's Geld aus und das war's dann wieder. Das ist genau so ein Projektitis-Opfer. Ja, ja, da könnte ich jetzt viel dazu erzählen, weil wir den Ernährungsführerschein ja gemacht haben. Grundsätzlich ist es so, dass das Ernährungsführerscheinmaterial für die Hand der Lehrer entwickelt wurde. Das ist Unterrichtsmaterial, was von Lehrern durchgeführt wird. Wir haben 380 Fachkräfte ausgebildet, um die Lehrer zu unterstützen, zu begleiten, aber letztlich mit dem Ziel, dass die Lehrer es dann selber weitermachen. Also das war eigentlich der Hintergrund und es kann eigentlich auch nicht sein, dass der Bund Landesbildungsprojekte dauerhaft finanziert. Ne? Also das war eine Anschubfinanzierung, das war eine Begleitung, Unterstützung, Ermöglichung für die Lehrer, aber die Grundidee ist, dass wir Unterrichtsmaterial für die pädagogisch Verantwortlichen, für die Lehrer bereitstellen. Hm. Frau Zürn. Ich denke, das ist auch immer so ein Stück weit der Anspruch, dass man denkt, man müsste jetzt irgendwie was Spektakuläres starten und es muss ganz toll sein und viel Aufsehen erregen. Und ich glaube, da muss sich im Bewusstsein einfach was ändern. Eine kleine Sache, wenn es auch nur eine ist, wenn man die schafft, die wirklich zu verstetigen, wie Sie gesagt haben, und wirklich darauf guckt, dass die sich nachhaltig in der Lebenswelt etablieren kann, dann ist das ein Gewinn. Oder ja, das ist einfach so diese Bewusstseinsänderung, die hier, denke ich, stattfinden muss, dass man da wirklich gewinnt und auch wirklich diese Verstetigung einer eventuell unspektakulären und kleinen Sache, dass die viel mehr wert ist, als hier mit einem großen Feuerwerk und was ganz Tollem zu starten. Also lieber klein auf Dauer als groß, genau, nur Feuerwerk. Ja, genau. Mhm. Bitte. Ja, ich habe da jetzt auch vor kurzem mal wirklich einen ganz, ganz netten Satz gelesen, dass man auch mal während so einem Projekt vielleicht innehalten sollte und mal schauen sollte, was man schon geschaffen hat. Und ich denke, das ist oft so etwas, wie Sie selber sagen, dann meint jeder nur, ach, das ist nur was Kleines, wir müssen weiter, sondern man sollte auch wirklich mal während einem Projekt sagen, wir treffen uns alle, wir setzen uns zusammen, wir schauen mal, wie weit sind wir denn schon und dann wir loben uns auch mal. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges. Oft hat man ja das Gefühl, ja, das muss immer noch weiter vor, sondern man bekommt vielleicht auch mal ein Lob. Ich wollte ganz kurz zum Coaching noch was sagen, auch zu dieser Nachhaltigkeit. Es ist ja ein Projekt, was jetzt ein Jahr lang von einer Fachkraft begleitet wird, aber wo uns da ganz, ganz viel Wert, wo wir ganz viel Wert drauf legen, ist, dass die Schule im Grunde genommen befähigt wird, nachher selber zu arbeiten, dass die Schule lernt, wie wichtig es ist. Wir nennen das ein Essensgremium bei uns hier in Bayern, sage ich mal einfach für die, die vielleicht da andere Begriffe haben, dass man sagt, wir holen verschiedene Akteure an einen Tisch, wir besprechen das gemeinsam. Und wir haben da auch jetzt auch von der Nachhaltigkeit einfach gemerkt, Schulen, die sich auch darüber hinaus nach diesem Coaching-Jahr immer wieder treffen, da läuft auch die Schulverpflegung einfach besser. Und das ist ein Ziel, sage ich jetzt mal, ein internes Ziel von uns. Die Schule will vielleicht was ganz was anderes am Anfang. Aber wenn das Essensgremium gut läuft, dann sind wir von der Vernetzungsstelle schon immer ganz zufrieden. Nennen Sie es jetzt mal Essensgremium oder wie auch immer, verstehe ich Sie richtig, dass Sie
nicht nur die Entscheidungsträger, sondern das komplette Umfeld in diese Geschichte einbeziehen müssen oder wollen, damit das funktioniert? Unbedingt. Wie machen Sie das? Weil allein die Kommunikation, den Leuten zu sagen, es findet statt, führt ja noch nicht dazu, dass die gleich im Boot sind. Wie holen Sie die? Ja, also es sind natürlich immer, ein paar, sagen wir mal, wenn Sie Eltern oder Schüler, Caterer, Ausgabepersonal holen möchten, es wird immer jemand sein, der sagt, das liegt mir am Herzen. Und mit den Leuten fängt man einfach an zu arbeiten. Man muss dann schauen, lädt man vielleicht auch mal einen Sachaufwandsträger in so ein Essensgremium ein? Zeigt man den einfach mal, bei uns läuft es nicht ganz so, wir bräuchten etwas. Vielleicht muss man den auch zwei- oder dreimal einladen und das ist auch spannend. Dann bekommt eine Schule auch vielleicht manchmal eine finanzielle Unterstützung. Aber es dauert einfach ein bisschen. Und auch das ist ganz, ganz wichtig bei diesen Dingen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber erstmal mit den Leuten, die wirklich auch motiviert sind. Also jemand, der meint, das geht so oder so nicht, den brauchen Sie nicht mitzunehmen. Frau Leopold, Sie wollten gerade noch. Ja, ich kann eigentlich noch mal sag ich mal, ein gutes Beispiel auch von uns, von der Praxis berichten. Ich meine, viele von Ihnen kennen vielleicht auch das Tiger-Kids-Projekt. Das ist ja, sag ich mal, das Vorgängermodell von unserem Julinchen-Kids-Programm. Und das Tiger-Kids-Projekt haben wir seit 2007 gemacht. Und der gleiche Ansatz wie bei Tiger-Kids und Julinchen-Kids wurde jetzt weitergeführt, nämlich, dass wir die Erzieherinnen und die Erzieher, nämlich Schulen, dass sie selber mit den Materialien, die sie bekommen, dann auch wirklich das umsetzen. Also es kommt keiner von uns rein und wir machen dann heute mal was zur Ernährung, sondern wir befähigen wirklich das pädagogische Personal, was ja auch die Experten für die Kinder sind, Experten für die Eltern dann der Kinder, die kennen sich ja, ne? Die befähigen wir, dass sie das umsetzen und dann kann das auch wirklich nachhaltig sein. Das, was man in der Entwicklungshilfe Hilfe zur Selbsthilfe nennt? Würde ich schon so beschreiben, ja. Könnte man sagen, ja. Ja, oder Empowerment auch als ein Stichwort aus der Gesundheitsförderung. Vielleicht, weil vorhin auch viel über Schulverpflegung geredet wurde, ich war gerade am Dienstag in Berlin, Vernetzungsstelle Schulverpflegung, der Verein, und die Leiterin Frau Schulz-Grewe wurden ausgezeichnet mit einem Preis für ihre Arbeit. Und da wurde auch nochmal beschrieben oder auch sehr gut erlebbar das neue Berliner Schulgesetz, was ich ganz spannend finde, weil die Schulverpflegung in Berlin ausschließlich über die Qualität vergeben wird und nicht mehr über den Preis. Da gibt es einen einheitlichen Preis von 3,50 Euro für das Schulessen. Und die Caterer mussten sich bewerben, indem sie quasi vorgekocht haben. Und dann wurde das Essen getestet von den Eltern, von den Schülern. Und es wurde ausschließlich über die Qualität bewertet. Und dieses Preisdumping, was häufig ja in diesen Ausschreibungen der Fall ist, ist da nicht mehr da. Also es ist vielleicht ganz spannend, in dem Fall mal nach Berlin zu gucken, was die da machen. Das finde ich sehr interessant. Was ich da auch sehr schön finde, das sind diese Küchenkonferenzen. Also dass immer Lehrer, Schüler, Eltern mit zusammen sind und immer wieder auch die Qualität des Schulessens überprüfen. Das heißt, diese Partizipation, dass diejenigen, die das Essen genießen müssen, hoffentlich auch damit beteiligt sind, was ausgewählt wird. Und dass ein Schüler, der mal mitkriegt, wie schwierig das ist, so einen Speiseplan für seine Altersgenossen zu machen, vielleicht ganz anders als an das Essen rangeht, als wenn er nur Konsument ist. Also das ist da wirklich sehr erlebbar. Da sitzen die kleinen 7-, 8-Jährigen aus der Grundschule schon in so einer Runde und überlegen sich, was gibt es denn zu essen? Und es kann immer nicht nur das, was ich gerne mag, zu essen geben. Das finde ich ganz spannend. Ja. Und dieser Grundsatz der Partizipation neben dem Empowerment ist einfach ganz wichtig für alles, was wir tun. Und zwar fällt jetzt immer schon wieder, oder ist jetzt schon die ganze Zeit das Wort Befähigen gefallen. Da ist mir noch ganz wichtig, eine Sache zu sagen, die gerade, wenn man aus einem bestimmten Fachbereich kommt, also sei es jetzt für die Ernährung oder für die Bewegung, ich glaube, da ist ein Punkt ganz wichtig, dass man so ein Stück weit, wenn man wirklich den Bedarf, über den wir jetzt auch die ganze Zeit schon geredet haben, erhebt, wirklich auch so ein Stück weit sein eigenes Bewusstsein hinten anstellt und sich löst von dem, was denke ich jetzt als Fachkraft, wo ich ja so viel weiß und so viel der Zielgruppe vermitteln möchte und das finde ich wichtig und das finde ich wichtig, dass man das mal so völlig hinten anstellt und sich da völlig frei macht davon und wirklich guckt, wen habe ich vor mir, was haben die schon, was möchten die, was brauchen die. Also ich glaube, da muss man sich wirklich so von seiner eigenen fachlichen Meinung auch ein Stück weit lösen, um wirklich ja zu befähigen und auch wirklich einen sinnvollen, guten Bedarf zu erheben. Und verstanden zu werden von den Leuten, die es betrifft. Das sowieso, genau. Die Pole Position fürs Kind fand ich super, die habe ich kapiert. Fragen aus dem Publikum. Ja, danke schön. Ich habe nur eine Frage an die Frau Germscheid. Frau Germscheid, Sie haben von diesem Essensgremium gesprochen. Sind da die Schüler auch dabei? Ja, das sind also jetzt natürlich nicht alle, aber Sie haben dann auch Schülervertreter dabei. Finde ich ganz gut. Ja, aber jetzt Frau... Ja, ja. Also ich sage jetzt mal, dieses Essensgremium, man muss natürlich schauen, dass auch so ein
Gremium, was über die Schulverpflegung spricht, nicht zu groß wird. Weil wenn Sie da, sage ich mal, 20 Leute an einen Tisch bekommen wollen, haben Sie schon einmal allein Terminschwierigkeiten. Ja? Aber man hat oft so einen Stamm und sagt dann, man holt sich auch zu gewissen Themen einfach noch einmal, wie ich vorhin den Sachaufwandsträger genannt habe, vielleicht andere Personengruppen dazu. Aber Schüler sollten immer dabei sein. Ich hatte jetzt letztes Jahr auch eine Grundschule, da ist der Coach dann auch rein und hat gesagt, ich möchte als allererstes auch die Grundschüler mit, also die jungen Schüler, oft Gymnasium ist was anderes, aber ich möchte die auch alle mit dabei haben und das ist ganz, ganz toll gelaufen. Wunderbar, keine weiteren Fragen mehr aus dem Publikum, meine Damen, es war ein Vergnügen mit Ihnen zu sprechen, es waren tolle Projekte, die Sie uns vorgestellt haben und Sie haben auch tolle Anregungen gebracht, was man richtig machen sollte und besser lassen sollte. Ich glaube, da ist eine ganze Menge rübergekommen. Bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und ich glaube, die Damen haben einen großen Applaus verdient. Applaus